So. Ha. Haben wir Saplings dabei? Natürlich haben wir Saplings dabei. Ich achte natürlich darauf, dass wir immer Saplings dabei haben. Oh. Oh. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Ah, wir haben ja direkt hier eine Crafting Table, weil ich so schlau bin. Okay. Können wir uns gleich zwei machen? So, nice. Und da kommt wieder ein Setzling hin. Hier auch wieder. Ach nee, das ist ein großer Baum, ne? Okay, so groß war er jetzt auch nicht. So schlau. Zeppling soll da doch hin. Ich will immer das Deutsche sagen, dann sage ich das Englische und dann sage ich doch wieder das Deutsche und dann hört sich das irgendwie behindert an. So. Ich hatte ja auch, als jetzt das Zeitraffer-Ding war, habe ich auch, habe ich einen Baum abgebaut, habe ihn dann Setzling hingesetzt und dann habe ich mich umgedreht, habe weitergebaut und dann eine Sekunde später habe ich mich wieder umgedreht und dann war da schon wieder der nächste Baum und dann kann ich ihn wieder abbauen. Eigentlich übelst nice gewesen. So. Und ja, ich habe mir die Zeitraffer selber nochmal angeguckt, ich weiß nicht warum. Aber ich hatte irgendwie das Verlangen danach. Ich bin irgendwie im Moment so ein Timelapse-Freak. Und nein, nicht deswegen habe ich den Timelapse gemacht, sondern wegen den Gründen, die ich am Anfang genannt habe. Ich hatte keine Lust, irgendwie eine richtige Aufnahme zu machen. Hatte aber Lust, Minecraft zu spielen. Hatte Lust, eine weitere Welt, neue Welt anzufangen, die dann aber auch wieder was mit dem Let's Play zu tun hat. Und wer jetzt nicht mitgekommen ist, spult nochmal zurück und hört sich nochmal an, was ich gesagt habe. Und ich habe vergessen, einen Setzling dahin zu setzen. So, da wollte ich jetzt noch Erde reintun, damit das mehr nach Erde aussieht, aber das können wir auch immer noch irgendwann machen. So, ich setze uns wieder dahin. Hm, was ist das? Sugar. Warum haben wir Sugar in der Tasche? Woher haben wir das? Wahrscheinlich von der Witch, von der Hexenmeisterin, da. Wozu auch immer man sowas braucht. Redstone, vielleicht sollten wir mal irgendwann was hier so... das etwas sortieren. Hm. So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Holz. Wir müssen schon in die Richtung ausweichen hier, um die Stacks dahin zu setzen. Ich glaube, ich setze sie mal lieber auf die Seite. So. Finde ich gut. Jetzt gucke ich mir mal hier. Oh, Karotten. Die Karotten sind gewachsen. Dann kann ich hier gleich mal daraus Karotten machen. Und dann bräuchten die Karotten theoretisch eigentlich ein extra Feld für sich alleine. Weil die Karotten sind mächtig. Brauchen ihr eigenes Feld. So. Aus denen können wir auch nochmal schnell ein Brot machen. Ich meine, wir essen ja so viel. So. Muss mal kurz husten. So. Und schon wieder ein Baum gewachsen. Theoretisch könnte man einfach die ganze Zeit da durchgehen und Holz holen. So. Gleich haben wir wahrscheinlich... Ja, richtig cool hier. So, machen wir jetzt mal hier Stein durch. Ich habe auch schon überlegt, einfach den Weg jetzt wieder aus Cobblestone zu machen, weil der Kies... Ich meine, so viel Kies, so viel Wege, wie wir machen, da finden wir nicht so viel Kies für. Da ist viel zu wenig Kies auf der ganzen Welt, die hier generiert wurde, als unsere ganzen Wege hier zu machen. Ich meine, das läppert sich schon, auch wenn unsere Wege, selbst unsere Wege sind auch noch dreispurig, so drei Blöcke breit, von daher, und ich will die wahrscheinlich noch vier Blöcke breit machen, weil ich Doppeltüren an manchen Häusern machen will und damit ich das nicht so asymmetrisch aussieht, würde ich das dann gerne machen. Vierspurig, wollte ich gerade sagen. Vierblöckrig.
Neologismen. Tausende von Neologismen hier. Vielleicht soll ich den Boden hier auch aus Holz machen. Nur weil das natürlich auch nervt. Und mir hat jemand eine Nachricht geschrieben und mein Handy ist noch auf Vibrieren. Warum? Kurz auf. Nicht mehr Vibrieren. Hallo? Ich glaube, mein Daumen ist schon zu trocken. So. Das reicht nicht, wie ich das so sehen kann. Deswegen habe ich auch gerade an den Satz angefangen, dass es nicht reichen wird, dass wir nochmal Cobblestone holen sollten. Und deswegen sollten wir theoretisch alles aus Holz machen, weil Holz ist so eine Ressource, die haben wir immens viel, wie man in unserem Inventar sehen kann. Und deswegen werde ich wahrscheinlich die nächste Brücke auch einfach, also die Brücke darüber werde ich ganz sicher nicht hier raus machen. Da werde ich wahrscheinlich was anderes benutzen, hier Holz oder so. Aber das wollte ich jetzt erstmal zu Ende machen, deswegen werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen von dem Zeug holen. Der Baum, das auch noch gewachsen ist, ist gut. So, wir müssen natürlich jedes Mal weiter runtergehen. Wobei es auch was hat, weil so weiter wir runtergehen, desto höher besteht die Chance, dass wir auch irgendwas finden. Und ich würde natürlich auch gern viele Sachen mit Redstone machen, so, keine Ahnung, Redstone-Türen, irgendwas. Nur so aus Fun, weil wir es können und weil sowas natürlich immer nice ist, wenn man sowas hat. Und hier haben wir schon wieder Eisen, das ist gut. Ich meine, man braucht ja Eisen immer wieder mal. Ich setze mal hier noch ein paar von den Fackeln hier unten. So. Und das ist ja nice. Haben wir gleich beides gefunden hier. Eisen und Kohle. Hört sich so an, als wäre ich in der Höhle in der Nähe. Das wäre natürlich noch nicer. Das wäre, sowas könnten wir jetzt gebrauchen. Mal sehen, vielleicht finden wir ja noch eine Höhle. Oder das hier wird schon als Höhle anerkannt und deswegen gibt es diese Höhlengeräusche schon. Ah, ich weiß nicht, vielleicht treffen wir jetzt noch auf eine Höhle. Die Geräusche kamen aber eher aus der Richtung, in die ich gerade stehe, also hier in die Richtung, aus der Richtung ungefähr. Aber ich hätte jetzt irgendwie nichts dagegen, wenn wir einfach mal auf so eine Höhle treffen würden. So. Ich mache mir hier noch eine Fackel hin, damit die nicht spawnt. Ja, auch. Einfach nur aus Prinzip. Ist ja nicht so, als hätten wir wenig davon. Und wir nehmen auch die ganze Zeit dieses Nicht-Stein auf. Dieses Andi, was auch immer was das ist. Wie man sieht, wir haben gerade mal 12 Steine. 15, 16, 17. Deswegen habe ich auch schon an diesem Cobblestone-Generator den erwähnt. Können wir jetzt theoretisch einfach die Lava holen, ein bisschen Wasser nehmen und dann es daraus einmachen. So als wären wir jetzt bei Skyblock. Worauf ich eigentlich auch wieder mal Lust hätte. Skyblock. Der Bug, dass der Stein immer runterfällt, den finde ich immer übelst nice. So. Das hätten wir dann hier auch. Wir brauchen den Stein einfach, deswegen. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen heftig lang ist. Das ist voll wenig. Deswegen so ein Cobblestone-Generator, der alles für sich selbst macht und wo wir dann einfach tausende von Stacks haben, das würde ich nice finden. Naja, ist natürlich klar. Ich meine, da müssten wir nichts abbauen. Wir haben einfach tausende Stacks Stein. Für nichts tun. Ich würde mir dann irgendein Tutorial kurz angucken und dann würde ich das hinbauen. Die Frage ist, wohin? Ha, vielleicht auf die andere Seite der Brücke. Oh Mann. Oh, Eisen, nice. Also es bringt zumindest etwas, dass wir uns hier runterbauen. Auch wenn ich vielleicht aufpassen sollte, weil ja natürlich überall Lava sein könnte.
So. Warte, was? Da ist der Weg, ich wollte schon sagen. Ich dachte schon, es würde etwas passieren. So. Vielleicht sollte ich mir einen extra Tag machen, wo einfach verschiedene Spiele rauskommen, weil im Moment ist es halt einfach so, dass ich pro Woche einfach 2 Videos hochlade. Immer dienstags und freitags, immer ein Video. Und die kommen natürlich dann immer alle durcheinander. Und wenn ich hier jetzt einfach mal eine Aufnahme mache, die, keine Ahnung, eine Stunde lang ist, dann kommt das vielleicht erstmal so 2 Wochen später, das nächste Let's Play, also die nächste Folge, und dann, weil ich das natürlich dann cutten werde. Ich werde natürlich keine 1 Stunde, werde ich nie im Leben hochladen. Ja, das wäre ja viel zu viel für euch. Vor allen Dingen würde es keiner von euch durchgucken. Mal abgesehen davon haben wir jetzt hier, die wird gleich kaputt gehen, perfekt, wenn man davon spricht. Vielleicht sollte ich hier nochmal kurz 2 Fackeln hinsetzen. Ja, das geht so. Vielleicht hier auch noch eine. Und dann könnten wir uns theoretisch schon wieder Fackeln bauen. Yay. Lalalalalala. Oh, es ist Nacht. Ach ja, kann man sehen hier, an dem, wie es umrandet ist. Okay, nicht in der Nähe. Aber hier ist ein Ei. Okay, nichts drin. So. Creeper. Woher wusste ich das? Ja, komm her und zerstör wieder alles von unserer Scheiße. Wenn er jetzt da explodiert wäre, ne? Von wo ist der Zombie jetzt? Da, okay. Oh, na toll. Wo ist der Zombie? Von da, okay. Kommen jetzt 2 Zombies auf uns zu? Och, Mann. Aber zumindest sind Zombies schlau, das verstehe ich nicht. Warum sind die so schlau? Verstehe ich nicht, warum die so schlau sind. Wahrscheinlich war es das, ne? Wir haben nicht noch mehr. Okay, wir haben ziemlich viel eigentlich. Och Mann, geht mal weg jetzt hier. Zu der Mob-Farm wollte ich schon sagen. Ich weiß nicht, welche Höhe ich nehmen muss, damit die dann instant sterben. Ich würde die einfach immens hochbauen, weil ich keine Ahnung habe, ab wie viel Blöcken die genug Schaden kriegen, dass sie dann instant sterben. Das müsste ich auch nachgucken. So. Danach haben wir noch einen 64er Stack, das ist gut. Also ein Stack noch. Stacks sind immer 64. Ups. So, vielleicht hier nochmal auf der Hälfte. Und hier nochmal auf der Hälfte. So, perfekt. So, von hier jetzt rüber bauen. Ist ziemlich heftig, deswegen würde ich den Weg dann wahrscheinlich einfach bis hier erweitern. So einfach so ein ganz normaler Weg und dann da rüber bauen. Das war natürlich dann noch heftiger, aber sieht schöner aus. Hi, Creep. Das ist noch ein Creep. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum wir nicht laufen können. So, mal gucken, ob schon wieder Weizen fertig ist, weil wie ich sehe hier, wir haben noch 5-mal Brot. Und das wird einfach immer weniger. Wir brauchen also entweder eine größere Farm oder eine größere Farm. Oder wir brauchen einfach noch Hühnchen, damit wir uns auch von Fleisch ernähren und nicht Veggie bleiben. Was wir bisher geblieben sind. Das sind ja nur 3. Ja, schön. So.
Das hätten wir dann schon mal. Ist irgendwas vorbei? Nein. Alles klar. Theoretisch könnten wir, weil wir auf die Seite eine Farm gebaut haben, auf diese Seite einfach eine riesige Farm bauen. Dann würden wir hier einen Weg durchmachen. Das ist auch alles auf einer Ebene. Das ist gut. Das können wir einfach wegbauen. Und rechts und links einfach eine riesige Farmland bauen. Das ist alles auf einer Ebene. Von daher würde es perfekt gehen. Bis zum Sumpf. Ja. Würde perfekt funktionieren.